Dies ist zwar Folge 100, gefeiert wird aber erst zu Folge 200, da ich erst in der letzten Zeit wieder angefangen habe, regelmäßig zu produzieren. Moin in die Runde, ich begrüße euch jetzt offiziell zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Streich Nummer 1 für heute. Nach den ganzen Datenleaks der letzten Zeit gibt es mehr und mehr Leute, die sich von Facebook abwenden. Das betrifft nicht nur Apps und Dienstleistungen, die direkt das Facebook-Logo tragen, sondern auch aufgekaufte Dienstleister wie zum Beispiel WhatsApp. Es ist halt immer schwer, eine Alternative zu etablieren, wenn im Grunde genommen alle bei WhatsApp sind. Jetzt gibt es einen Vorschlag, auf bekannte und alte Protokolle zurückzugreifen, in dem Fall auf die E-Mail-Protokolle. Der Vorschlag ist, die SMTP- und IMAP-Protokolle für die Kommunikation zu benutzen. Es gibt auch aktuell ein Projekt, und zwar OX nennt sich das Ganze. Die Entwickler bieten auch schon einen ersten Proof of Concept Client, und zwar OX Talk. Das Ganze gibt es für iOS und für Android. Ein Problem, was sie noch nicht gelöst haben, ist, wie die Verschlüsselung in das ganze System integriert werden soll. Am Ende stellt sich natürlich weiterhin die Frage, wer das Ganze benutzen wird. Ich sehe es als gute Alternative für die Teamkommunikation, weil man innerhalb eines Projektes genau weiß, mit wem man kommuniziert und könnte diese gezielt einladen. Aber auch in dem Bereich gibt es schon so viele Mitbewerber und Mitstreiter, es ist also wirklich fraglich, ob sich sowas etablieren lässt. Streich Nummer 2 für heute. Momentan stellen sich viele die Frage, wie sich Streamingdienste 2019 weiterentwickeln werden. Aktuell werden Inhalte von HBO, Warner und Disney noch auf Streamingdiensten angeboten. Doch alle Content-Produzenten sind aktuell auch dabei, eigene Plattformen zu entwickeln und an den Start zu bringen. Disney hat in der Vergangenheit viele Serien von Marvel lizenziert, jetzt Disney. Und die Frage stellt sich eben, wie das im Laufe des Jahres dann aussieht, wenn Disney mit der eigenen Plattform online geht. Auf jeden Fall werden viele Inhalte wegfallen. Deshalb steigt auch Apple in dem Bereich ein und konzentriert sich auf die Produktion eigener Inhalte, um die eigene Plattform erfolgreich zu machen. Für uns Endnutzer wird es wieder schwieriger werden, Filme und Serien von einem Anbieter zu bekommen. Das heißt, in einigen Monaten könnte es wieder so aussehen, wie es vor ein paar Jahren gewesen ist. Streich Nummer 3 für heute. Es sieht so aus, als würde VW in der Zukunft mit NIO zusammenarbeiten aus China, um in der Elektromobilität neue Produkte anzubieten. Es könnte also gut sein, dass es in der Zukunft Elektroroller oder Elektroscooter von VW geben wird. Und das Ganze macht auch Sinn, da es für 2019 auch in Deutschland eine Straßenzulassung für E-Scooter geben soll. Streich Nummer 4 für heute. Die Rift S von Oculus wurde ja gerade vor kurzem erst vorgestellt. Ich habe jetzt ein Hands-on-Video für euch. Eine schöne Übersicht, um zu zeigen, was die aktuelle Rift S von der alten Rift absetzt. Streich Nummer 5 für heute. Jack Black ist sicherlich vielen ein Begriff. Wir kennen ihn aus Filmen wie School of Rock oder Jumanji. Oder seiner Metalband Tenacious D. Seit Anfang des Jahres hat er einen eigenen YouTube-Kanal, Jablinski Games. Und anfangs haben sich viele gefragt, ob das Ganze nur so ein Publicity-Stunt ist und das Ganze nach einer gewissen Zeit wieder abebbt. Mittlerweile hat der Kanal aber über 4 Millionen Abonnenten und Jack Black lässt sich jede Woche etwas Neues einfallen. Das Ganze wirkt weniger wie ein Gaming-Kanal, sondern eher wie ein IRL-Kanal von Twitch, das heißt in real life. Ihr bekommt also jede Woche immer so einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben, seine Kinder tauchen auf, seine Frau taucht auch immer mal wieder auf und es wird auch gespielt. Auf jeden Fall sehr kreativ gestaltet und ein Abo wert. Für Kaffee-Fans und Freunde gibt es wie immer bei greenape.de Interessantes zu entdecken.
Das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer, schaut bei uns auf der Seite vorbei oder bei Facebook, Twitter und Instagram und empfehlt uns Familie und Freunden weiter. Bis zur nächsten Sendung. Ciao. We'll be right back.